herzlich willkommen bei Aufis Dschungelcamp. Tag 3 in Bauchis Dschungelcamp. Good morning in the morning. Ein neuer Tag im Paradies. Bei fast spanischen Hochsommertemperaturen von 8 Grad Celsius erwacht Bauchi frisch und munter, gewappnet für den neuen Tag. Noch vollgefuttert von der gestrigen Portion Reis mit Bohnen, erfreut sich Bauchi am Gezwitscher der lieblich zwitschernden Vögel. Leise flüsternde Waldgeister hauchen zärtliche Wörter in Bauchis Ohr, dass ein Gast vorbeikäme. Ist es Dr. Kevin? Die Waldfee? Das Orakel von Dschungelesien? Wir wissen es nicht. Doch eine Schatzsuche steht heute an. Was wohl drinnen ist? Eine Dschungelprüfung? Essen? Oder eine ganz andere Überraschung? Und welche Weisheiten gibt uns Guru Bauchi heute auf den Weg mit? Dies alles erfährt ihr heute in Bauchis Dschungelcamp. Ich hoffe, du läufst überhaupt noch. Keine Ahnung. Egal. Guten Morgen. Irgendwie war es ein bisschen kälter heute. Ja, dann. Gucken wir, was der Tag heute bringt. Guten Morgen aus dem Dschungelcamp. So, jetzt kann es losgehen. So, ich gehe jetzt erstmal eine Runde zur Morgenmeditation. Ich habe mir angewöhnt, den Tag nicht mit meinem Handy zu starten, sondern erstmal in Ruhe zu mir zu kommen und dann zu gucken, wer alles geschrieben hat. Das ist dann immer noch wichtig, aber jetzt im Moment erstmal, ne? Überall hört man was. Die ganze Zeit passiert hier irgendwas. Obwohl eigentlich gar nichts passiert, aber die ganze Zeit passiert hier irgendwas. Da läuft ein Käfer rum, da tropft Wasser vom Baum. Man kann das hören, man kann das sehen. Ich gucke im Moment auf YouTube Let's Plays von Grounded, wo man so als Zentimeter kleines Mannequin durch den Garten läuft. Und irgendwie hat mir das in den letzten Wochen sehr, sehr den Blick auf die kleinen Dinge am Boden geschärft. Ich sehe so viel mehr von dem, was mir vorher gar nicht so aufgefallen ist. Wir werden wacher, wir werden aufmerksamer. Ich merke das. Nicht nur am Morgen. So, mal gucken, was heute noch so passiert. Also da ist er echt gatschig. Dschungelcamp gefunden. Aber wo ist Bauchi? Das sieht echt kompliziert aus da nach oben. Also, liebe Natur, wir verwurzeln jetzt miteinander und du hilfst mir, dass wir da gut mit dem Leoparden nach oben kommen.
dich besuchen. Ja. Voll toll. Ziehst du ein? Du hast so viele Sachen mitgenommen. Mhm. Ja. Du weißt, dass ich nur ein Häuschen habe bisher. Ich möchte auch raus aus der Stadt. Das kann ich gut nachvollziehen. Was ist das? Ein Leopard. Das sieht ja so richtig survival-mäßig aus. Ja, mit Leopard und Pink. Das ist die Selbstliebe und das Kraft. Nein, wir nehmen das. Cool. Echt jetzt? Du kommst mich. Ja. Geil. Ich bin nicht mehr alleine. Yeah. Ich habe schon gedacht, sterbe vor Einsamkeit. Nein, niemals. Niemals, ne? Niemals. Tut kein Mensch. Nice. Ich bring das mal ins Gästezimmer. So. Hey Leo, wir sind eingezogen. Das ist schwerer als er aussieht. Ich bin ja auch eine Frau, die in den Wald geht. Hier liegt noch Müll rum. So. Tschüss, Ali. Ja, schön. Finde ich gut. Kannst du Hängematte fahren? Boom! Schiffssuppe. Hier fällt das Kindsein auch wieder so leicht, ne? Es ist so einfach, hier Kind zu sein. Oh, Bauchi! Hallo! Dr. Kevin! Dr. Kevin, genau! Bauchi, wie geht es dir? Gut. Es ist ein bisschen feucht alles und meine T-Shirts werden voll dreckig. Oh, ja, ich muss, glaube ich, mal in den Waschtag irgendwann. So, Bauchi, reden wir nicht über deine T-Shirts. Reden wir mal über die nächste Dschungelprüfung, würde ich sagen. Bist du bereit? Ja. Ja. Bauchi, du weißt, du wolltest von Corona flüchten, doch deine Körpertemperatur müssen wir erst abchecken, bevor du die Prüfung angehst. Müssen wir jetzt nicht das Ding in den Arsch schieben, oder? Bauchi. Mach die Augen zu. Nein, Bauchi, Spaß beiseite. Mach die Arme auf. So. So, geht das durchs T-Shirt? Das geht durchs T-Shirt. Das ist ein spezielles Dschungelfieberthermometer. Sag, Bauchi, wie waren die letzten 3 Tage für dich? Schön. So? Auf jeden Fall sehr chillig, sehr nice, bisschen feucht. Aber das ist halt eine Herausforderung. Ja. Passt schon. Wünschst du dir? Ich habe jetzt eine Feuerstelle. Super. Gucken, ob wir da so ein paar Klamotten. Ja, nur wenn da reinkommt, dann bringt sich die Feuerstelle nicht viel. Nee, ist richtig. Ja. Bauchi, wünschst du dir Mitbewohner? Ja, die Melli zieht ja jetzt quasi schon ein und mal schauen, vielleicht kommt noch der ein oder andere passende Gast dazu, der ein bisschen länger bleiben möchte. Guck mal, einfach mal. Kommt drauf an, wer es ist, muss ich ehrlich sagen. Ja. Das ist immer so, bei dem einen freut man sich, bei dem anderen eher nicht. So, schauen wir mal, was kommt. Genau, würde ich auch sagen. Bauchi, lassen wir abchecken. Ich habe 33 Grad. Ja, ist Normaltemperatur. Ein bisschen unterkühlt. 33 Grad habe ich immer. Das ist Minusfieber, Antifieber. Ja. Plus 2 dazu sind wir bei 35. Ja, ist optimal. Ist aber für hier mit T-Shirt auch gemessen und so. Bauchi. Kein Corona jedenfalls. Kann ich sagen, ich hatte Fieber. Ne? Genau. Also, ab zur Dschungelprüfung würde ich sagen. Du weißt, wo die Prüfung immer stattfindet. In der Hängematte. Genau. Soll ich da hingehen? Oh, es ist Bier da. Heutige Dschungelprüfung, finde den Schlüssel zu Corona. Steht hier. Und dann ist da das. Und das. Nur für die, die mich hinter total doof gucken. Was genau muss ich suchen? Wisst ihr das?
Ich muss jetzt einen Schlüssel finden. Ja, genau, Bauchi, den Schlüssel zu Corona. Hast du dir die Flasche genau angesehen, um was für einen Schlüssel es sich handeln könnte? Ich schätze mal einen Flaschenöffner. Schlüssel. Schlüssel zu Corona, wenn ich das trinken will, werde ich einen Flaschenöffner brauchen wahrscheinlich, oder? Du bist ziemlich gut dran, würde ich sagen. Also dann, such den Schlüssel. Ich denke doch echt, ich hätte Langeweile hier. Du bist ganz nah dran. Ich bin ganz nah dran. Ah, hier ist es. Krass. Ich hab's gefunden. Hrvatska. Jetzt muss ich ein Bier trinken. Ihr wisst, dass ich kein Bier trinke eigentlich, ne? Bauke, sieh es als Impfung. Ja, okay. Und diese Impfung ist geprüft. Das kann ich dir garantieren. Ich trinke ein Corona auf Corona. Ohne Corona wäre ich nicht hier. Ich mag kein Bier. Muss das komplett trinken? Muss das alles weg? Okay, lass dir Zeit. Boah, ich weiß nicht. Ich weiß nicht, wie andere Leute das liebend gerne trinken können, ne? Das schmeckt so bitter. Kann man das süßen? Hi, willst du mir helfen? Was machst du denn? Du trinkst auch keinen Alkohol, ne? Nein. Warum machst du das? Das ist eigentlich eine verdammt gute Frage, weil es Dschungelprüfung ist und man mir gesagt hat, dass ich es machen soll. Eigentlich totaler Quatsch, ne? Mhm. Als ob es mich gesünder machen würde. Corona. Ich komm dir näher. Ich mag die Matte. Ich mag die Matte sehr. Ich mag die Hängematte so richtig. La cerveza más fina. ¿Podemos hablar español? Sí, 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 ¿por qué no? Sí. Eso es más divertido que la cerveza. Uy. Pero, yeah. Pero no quiero. No. No me gusta. No quiero tampoco. No. Okay. Also weißt du was? Du kannst es selber trinken. Ja, Dr. Kevin kann gerne den Rest trinken. Magst ich du das? Ich lebe lieber das Risiko. Ne? Kein Reis und Bohnen. Kein Reis und Bohnen. Da faste ich heute lieber. Ist mir doch egal. Bauchi, du hast die Prüfung bestanden. Ja doch, aber gut dann. Sehr gut sogar. Ich habe gedacht, ich hätte das alles trinken müssen. Ganz Deutschland hätte nie erwartet, dass du gegen Corona was trinken würdest. Geschweige denn Impfung trinken. Ah, oh, aha. Habt ihr mich Okay, gratuliere. Ja. Yeah. Ich weiß noch nicht, ob ich da jetzt so happy mit sein soll. Aber die Botschaft ist ja eigentlich auch, dass wenn man wirklich Schulz, sagt man in Österreich so, ich weiß nicht, in Deutschland ja, auch. Ja, doch, auch. Seit irgendeinem Film. Aber Alkohol. Ich noch so da auf die Stirn, glaube ich. Ja, oder irgendwie so. Was anderes. Keine Ahnung. Also, jetzt habe ich Magenprobleme. Aber Spiritualität und Alkohol ist so ein Kontrading. Allgemein Drogen und Spiritualität, finde ich. Entweder wirst du deine Schwingung erhöhen oder du wirst Drogen konsumieren. Aber beides ist für mich irgendwie nicht im Einklang. Ist was dran. Naja, gut. Cheers. Ja. Cool. Wir opfern es gleich den Waldgöttern, den Rest, damit die auch kein Corona bekommen, indem sie Corona bekommen. Was für eine Logik. Die sind eh voll süß, ja. Okay. Bauke wird schon wissen, was er sagt. Ja, dann sehen wir uns morgen. Ich denke, du bleibst hier. Ja, ich schon. Aber die auch? Ach so, ja, die bleiben nicht hier. Die kommen morgen wieder. Die dürfen in irgendwelchen billigen Hotelbetten schlafen, während wir hier unser Luxus... Ich bin mal gespannt. Wird bestimmt eine lustige Nacht. Wir zeigen das dann morgen, wie es heute Nacht war und freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid und wünschen euch den Frieden. Und wollen wir noch was sagen? Alles vergessen? Love.
Hey, zusammen. Ah ja, unser Move. Bam. Ciao. Ich hab noch ne Chips-Tag.